Dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie wir ein perfektes Inhaltsverzeichnis zu einer PDF umwandeln können. Und zwar, es geht darum, mein Inhaltsverzeichnis beginnt hier ab Seite 3 und auf Seite 1 und 2 habe ich keine Seitenangabe. Diese beginnt erst auf Seite 3, 4 und geht so weiter. Der Vorteil ist jetzt natürlich, wenn ich das Ganze in eine PDF umwandle und in der PDF auf Seite 5 springe, bin ich auch in meinem Word-Dokument auf Seite 5. Also wir sind dann komplett pari und identisch. In vielen PDFs ist das nicht so. Das ist zwar nur eine kleine Anmerkung, aber wie ich finde, macht diese teilweise auch schon den Unterschied aus. Um nun zu beginnen, öffne ich einmal meine Bearbeitungsdatei. Hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Es beginnt auf Seite 1, hier ist die Seite 1, hier haben wir die Seite 0. Nun machen wir es wie folgt. Wir springen mit unserem Inhalt auf die Seite 3. Und hier im Vorfeld kann dann natürlich noch ein schönes Deckblatt stehen. Hier unser Vorwort und hier dann unser Inhaltsverzeichnis. Deswegen soll das Ganze auf Seite 3 beginnen und den Rest hier vorne möchte ich nicht haben. Wir springen auf die Seite 2, gehen auf das Layout und setzen hier einen Seitenumbruch. Dann kommen wir direkt auf die nächste Seite. Als nächsten Schritt muss ich einmal hier unten in die Fußzeile. Hier müssen wir die vorherige Verknüpfung löschen, weil wir sonst nicht unabhängig voneinander das bearbeiten können. Sonst, wenn ich hier diesen Part löschen würde, würde auch der Rest verschwinden. Das wollen wir nicht. Wir wollen es ja individuell haben. Hier oben sind die Angaben auch verschwunden. Und nun kann ich als letzten Schritt einmal in meine entsprechende Seitenangabe gehen. Dort gehen wir auf die Seitenzahl, gehen auf die Formatierung und hier können wir nun einstellen, ab welcher Seite das Ganze beginnen soll. Und ich aktiviere in dem Beispiel jetzt die Seite 4. Und das war's auch schon. Und wenn wir jetzt einmal schauen, hier haben wir die Seite 1, 2, 3, 4. Und es geht natürlich fortlaufend weiter. Und wenn wir nun einmal das Inhaltsverzeichnis aktualisieren, sehen wir hier Seite 4, 5, 6, 7, 8, genau so wie wir es haben möchten. Und wenn ich das Ganze jetzt in ein PDF umwandle, gelange ich auf Seite 4, identisch zu meinem Word-Dokument, ebenfalls auf Seite 4. Und damit habe ich wieder die Symmetrie. Es sieht schicker aus, besser und auch ein Stück weit professioneller.